Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Deponia Doomsday. Haben wir mit ihm schon geredet? Oh nein, die Fuelog-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Erstmal hinsetzen. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie, wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuelog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Fuelog-Rippen, okay. Ja, Rippen. Nicht Rippen, Rippen. Haben wir einen Hut? Habe ich das letztes Mal schon nachgeguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen länger her. Ist ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Ewigkeiten irgendwie. So, was ist da? Waren wir noch nicht. Okay, hier geht's zur Farm. Hier geht's Richtung Zukunft. Und das ist Rocco. Ach, hier geht's zu ihm hier, genau. Hier mal hoch. Was sind wir hier? Hut, 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 Hut. Hut, 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 Hut. Da sind Fuelog-Rippen. Rippen, ja, Rippen. Die brauche ich. Hebel. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. Alles klar. Ich muss aufmerksam bleiben. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuelog-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Hm? Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelog weit und breit. Nur weil du keine Fuelog siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Okay. Tonnen, gehen wir mal zu den Tonnen. Wir haben ja sonst nichts, ne? Was sind das für Tonnen? Hey, Finger weg! Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelogs. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelog-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Okay. Hey, du Konter. Mann. Golds Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Okay. Können wir nichts machen? Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Und jetzt brauche ich die Rippe zurück. Okay. Hier kommen wir nicht weiter, ne? Hier gibt's nichts mehr. Jetzt nur zum Stadtkern. Ansonsten. Ausguck. Ja, mehr nicht, ne? Okay. Guck, reden wir nochmal mit denen hier, würde ich sagen. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Ja. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich muss nach Kuvak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuvak, Kuvak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuvak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch,
Zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Da verpasst du nichts, glaube ich. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Ah! Komisch, ich sehe gar nichts. Okay, jetzt können wir nicht besser. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich die... Kann ich die aufmachen? Ich sollte meine... Sie sind... Ich sollte sie... Okay. Hey, Moment mal. Ich kenne dieses Geräusch. Da sind doch wieder Wombats an den Toren. Das sind doch wieder Wombats. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komisch. Ich sehe gar nichts. Okay, nice. Sehr geil. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Den Kadaver da hinten können wir nicht mehr mitnehmen, okay. Kitty, Kitty, Kitty. Was ist hier? Hier können wir nicht weiter. Können wir nicht weiter? Gebt mir ein Schussfeld. Hier können wir nicht weiter. Ich will hier hoch. Kommt schon. Ah, cool. Gebt mir ein Schussfeld. Das bringt halt einfach nichts. Okay. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Würde ich sagen, legen wir den Hebel wieder hoch. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Können wir wieder an die Tonne und unseren Pinguin, unser Schnabeltier wieder mitnehmen? Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Okay. Komm. Dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt... Rippen. Der Dritte. Eine Fuel-Lock-Rippe. Woher hast du die? Woher schon? Ich habe sie einem Fuel-Lock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, ja, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Ich kenne da so. Aber Vorsicht, ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Geld zum Beispiel. Ja, wäre schon krass. Fuel-Lock-Suppe. Na, endlich. Verdammt. Die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja. Vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal locht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Ah, es ist die richtige Einstellung. Okay. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Können wir? Ja! Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fuel-Lock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuel-Kaka-Suppe bestellt haben. Okay. Fuel-Lock-Suppe. Na, endlich. Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal. Was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar.
solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Okay. Das ist also deine Insta-Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na echt? Klar, ich helfe doch, wo ich kann. Alles klar. Haha, Erfolg. Boah. Was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Och nee. Verdammter Butterstampfer. Dafür brauche ich... Okay, ach so, die Motorhaube erstmal aufmachen. Ja gut, das macht Sinn, ne? Was haben wir denn hier? Motor. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Okay, es fehlt ein Zylinder. Können wir irgendwie, keine Ahnung. Von der Größe her würde das schon passen. Aber wozu? Ist es kaputt? Mal reparier's. Das lässt sich mal... Okay, fragen wir mal lieber hier Rocco. Der dürfte doch locker eine Antwort wissen, oder? Man weiß es nicht. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Howdy, Bruder. Wo sind meine Freunde noch gleich? Auf der Farm der alten Einsiedlerin. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Okay. Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Okay. Alles gut bei dir? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein... Und Familie... Oh! So wird das nichts, Rufus. Yay! Mysteriöser Erinnerungs-Macronicle! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine. Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Immer wieder nett von ihm zu hören. Ja. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Nein. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Können wir... Wir reden mal mit Macronicle. Glaube ich gleich. Wombat. Kann ich irgendwie noch irgendwas mitnehmen oder so? Irgendwas, komm schon, irgendwas. Macronicle. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich.
Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Ja, zufälligerweise schon. Krawatten zum Ablenken. Okay. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hey! Das finde ich nicht nett. Gibt hier nicht noch irgendwas? Auch Ghoul. Ghoul und auch Ghoul. Skulpturen. Ganz wie eine Skulpturen. Wie können wir die reparieren? Ich habe keine Ahnung. Ah. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Okay. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti. All das gibt es. Okay. Ich versuche mal. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ich versuche mal. Das geht nicht, okay. Elysium. Kommt schon. Gebt mir einen Schuss. Aber hier gab's ja nichts mehr, ne? Nie. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Nicht da. Du Mistviech. Was, wenn wir jetzt nochmal die Sirene anschalten? Ist er dann überfordert? Könnte ja möglich sein, ne? Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder? Ja, schon wieder. Na los, zeigt euch! Ja, kann ich das jetzt wieder rausnehmen oder so? Kann ja auch sein. Er hat sich die abweckt. Nee, kann ich nicht. Okay. Schade. Dann will ich nochmal mit ihm hier reden. Bohrloch. Haben wir noch was? Nee. Also von daher ist es egal. Hast du schon ein Erdnussbutter-Sandwich auftreiben können? Ich arbeite dran. Das nennst du Arbeit. Glaub mal einer dieser Faulenzer aus dem Dienstleistungssektor. Hey. Okay, wir brauchen noch ein Erdnussbutter-Sandwich. Na, schaut mal weg. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ihr habt recht. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Kann doch mal Rita. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Was hältst du von Rocco? Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Oh, Alter. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Ey! Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Möglich. Ich will ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Hm. Okay. Das geht sogar von hier, Alter. Dein Ernst?
Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpumper. Furzpumper. Ja, das fasst den Modus wie Wendy unsere geschäftlichen Vorabsprache trefflich zusammen.